Wer den Feind bekämpfen will, muss ihn kennen, ihn ständig im Auge behalten. Im Dachstuhl des Hamburger Tropeninstitutes züchtet der Virenforscher Schmidt Chanassit den Feind, beziehungsweise die Mücken. Um zu wissen, wie der Feind am besten zu bekämpfen ist, muss es den Überträgermücken gut gehen. Es ist feucht und schwülwarm. Genau das richtige Klima für die verschiedenen Stechmücken. Aus Deutschland aber vor allem die Arten, die das gefährliche Zika-Virus übertragen. Aedes aegypti. Da Mücken nur wenige Wochen leben, müssen die Forscher die Zucht ständig am Laufen halten. Der Hamburger Virenforscher Schmidt Chanassit hat Eier der Tigermücke, die in Brasilien für große Angst sorgt, im Frühjahr sogar vor Ort gesammelt. Er will erforschen, ob Zika auch uns gefährlich werden kann. In Deutschland haben wir eine verwandte Mücke, das ist also die asiatische Tigermücke, Aedes albopictus, die sehen wir hier. Und die kann auch das Zika-Virus übertragen. Und hier müssen wir herausfinden, wie gut das funktioniert. Ja, also wie häufig, wie schnell sich das Virus in dieser Mücke replizieren kann, welche Temperaturen notwendig sind, ne, damit wir genau für Deutschland wissen, wie groß ist das Risiko. Diese Tigermückenart ist für die Virenforscher so interessant, weil sie Zika übertragen kann und sich in Europa schnell ausbreitet. Da ihre Eier monatelangen Frost überstehen, ist sie mittlerweile sogar im Süden Deutschlands heimisch. Und sie überlebt auch im Labor. Vor einigen Jahrzehnten hat man die Mücken noch wirklich so mit Blut gefüttert. Sie brauchen ja das Blut, um Eier abzulegen, damit wir sie also vermehren können. Und heutzutage macht man das natürlich so nicht mehr. Ich habe ja auch keine Lust, mich stechen zu lassen. Heute füttern die Forscher ihre Mücken mit Blut aus abgelaufenen Blutkonserven über eine spezielle Apparatur. Das macht die Blutmahlzeit für sie ungefährlicher. Viel Aufwand, um eine Frage zu beantworten. Wie gut können diese asiatischen Tigermücken Zika-Viren übertragen? Versuche, die Virenforscher nur in speziellen Hochsicherheitslaboren durchführen dürfen. Denn infizierte Mücken mit ansteckenden Tropenviren dürfen auf gar keinen Fall entweichen. Die Mückenforscher versetzen ihre Versuchstiere mit CO2 in Narkose. Dann erfolgt ein operativer Eingriff, der viel Fingerspitzengefühl erfordert. In die schlafenden Mücken injizieren die Forscher eine definierte Menge Zika-Viren. Nach der Infektion haben die Viren 2 Wochen Zeit, sich in den Mücken zu vermehren. Danach messen die Wissenschaftler, wie gut sich die Viren in den Mücken reproduziert haben. Und die Forscher prüfen zum Vergleich, ob sich die Viren auch in unseren einheimischen Mücken entwickeln. Es wäre nicht das erste Mal, dass sie fremde Viren besonders gut übertragen. Es gibt einen Verwandten vom Zika-Virus, das ist das Usutu-Virus, was auch aus Afrika kommt. Und das wird von einheimischen Mücken hier in Deutschland übertragen und hat ja zu dem Massensterben bei Amseln geführt und auch zu einer Infektion von einem Blutspender. Also sehen, das hat durchaus auch eine medizinische Relevanz. Im Visier der Forscher sind also sowohl die heimischen Hausmücken als auch die neu eingewanderten Tigermücken. Lange dachte man, Tigermücken und auch das Zika-Virus bräuchten mindestens 28 Grad. Dann wären sie keine Bedrohung für Deutschland. Doch neue Studien zeigen, auch schon bei 26 Grad klappt eine Virusübertragung auf die Mücken. Wenn man ein bisschen andere Temperaturen nimmt, 25 Grad, da kann man sehen, dass sehr weite Bereiche, vor allem in Südeuropa, potenzielle Gebiete sind, wo das Zika-Virus übertragen werden kann. Mit Zika infizierte Tigermücken könnten dann in großen Teilen Südeuropas vorkommen. Als Überträger sind sie hierzulande allerdings noch selten. Wenn wir jetzt herausfinden, dass auch einheimische Arten das Virus übertragen könnten, sehen die Karten ganz plötzlich ganz anders aus und Deutschland wäre sozusagen vielleicht sehr stark gefährdet. Erst nach dem Ausbruch in Brasilien wurde Zika ernst genommen. Jetzt arbeiten die deutschen Wissenschaftler mit Brasilien und anderen betroffenen Ländern eng zusammen, um Virus und Mücken unter Kontrolle zu bekommen. Zumal die nicht nur Zika, sondern auch viele andere Krankheiten übertragen. Das hat mir sehr gut gefallen. Und weil wir heute in Spendierlaune sind, spendieren wir hier einen Abo-Button. Einfach draufklicken und den Channel abonnieren. Und weil das immer noch nicht reicht, haben wir hier noch einen Film und da noch einen Film. Wow, wir sind wirklich großzügig heute. Nur für Sie.